Finalqualifikation zum Nürnberger Burgpokal der Dressurreiter 2019. Es siegt mit 73,049 Prozentpunkten. Mit Vairon, dem achtjährigen Westfalen von Gloster und Vitalis, aus der Zucht von Heinrich Sterthoff, Helen Lange-Hahnenberg. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin Helen Lange-Hahnenberg. Ich habe hier heute in Hagen bei Horses and Dreams mit Vairon die Finalqualifikation zum Nürnberger Burgpokal gewonnen. Ja, ich bin ehrlich gesagt wirklich recht froh und dankbar, dass ich dieses Pferd reiten darf. Er ist nicht nur in der Größe besonders, sondern eigentlich in allem. Er ist noch gar nicht so lange bei uns und ja, am Anfang konnte er so einen fliegenden Wechsel, ein bisschen seitwärts und hat unfassbar viel gelernt, Muskulatur aufgebaut. Ich meine, wenn man ihn jetzt sieht, ist er ja immer noch nicht körperlich, muskulär am Ende eigentlich. Er muss ja noch ein bisschen auslegen und es macht mich einfach unfassbar stolz, dass er das alles so gemeistert hat, verarbeitet hat und sich so präsentieren kann dabei. Und ja, ein toller Start, ehrlich gesagt, auch in unsere Saison. Mal gucken, was wir jetzt noch machen.